Servus YouTube und herzlich willkommen zurück bei die drei Fragezeichen und der Riesenkrake hier auf Crimebusters. Wir sind in Professor Clarks Haus eingedrungen und ja, sieht ziemlich wüst aus hier, muss man ja doch mal sagen. Und dann gucken wir einfach mal. Professor Clark erwähnte die Sichtung eines Tentakels. Soll ich wirklich glauben, hier habe ein Krake sein Unwesen getrieben? Naja, gut. Spuren eines Stolperschritts. Ist Professor Clark vor Schreck gegen die nächste Wand getaumelt? Salzwasser und Seetang. Bäh. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Gut, also brauchen wir etwas, wo wir die Scherben mit rumtragen können. Kein Wunder, dass Clark nervös reagierte. Bei seinem Kaffeekonsum. Scherben sichern schön und gut, aber wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Professor? Nur Kissen. Ein Kalmarauge aus dem Magen eines gestrandeten Pottwals. Oh, Abdrücke von Saugnäpfen. Professor Clark meinte damals, Tintenfische, die an Walen solche Spuren hinterlassen, könnten über 40 Meter lang sein. Die Wave Dancer, ein Schiff der Umwelt- und Forschungsorganisation Ocean Ops. Ich erinnere mich, wie Kapitän Jason damals den Kurs ändern musste, weil Professor Clark ein anderes Ziel verfolgte. Darstellungen von Ungeheuern, die Schiffe angreifen, gibt es zuhauf. Meistens handelt es sich um Seemannsgarn. Meistens, aber eben nicht immer. Ein Anzeichen gesunder Ernährung. Eine Karotte. Das Modell eines Elasmosaurus. Die Art gilt als ausgestorben. Clark wollte nachweisen, dass das Urzeitwesen noch existiert. Zu seinem Leidwesen ist eine Expedition in die Tiefsee sehr teuer. Das Modell eines Elasmosaurus. Ja, wo ist Professor Clark? Sieh an, ein Klebstoff für Porzellan und Glas. Gut, dass Peter dieser Anblick erspart bleibt. Gut, also jede Menge interessanter Sachen. Aber nichts, was uns irgendwie weiterhelfen würde, momentan zumindest. Wir müssen irgendwas tun, die Frage ist nur, was? Scherben sichern schön und gut, aber also wie kann ich sie mit mir herumtragen, ohne mich zu verletzen? Ja, gibt's hier keine Handschuhe oder was auch immer irgendwo zu finden, Justus? Für Professor Clark scheint Kaffee Nahrungsmittel Nummer 1 zu sein. Ja, sieht auch so aus, ne? Und Erdnussbutter. Seltsam. Sieh an, ein Klebstoff für Porzellan und Glas. Ja, also das heißt, wenn wir die Scherben irgendwie aufsammeln könnten, die Frage ist nur wie. Scherben sichern schon ein Kalmarauge, ja, aus dem Magen. Ein Brief von Ocean Orbs. Die Organisation teilt Clark mit, dass sein Antrag auf Gelder erneut abgelehnt wurde. Oh, Donnerwetter, da geht es um mehrere tausend Dollar pro Tag. Gut.
Justus sammelt erst dann Scherben auf, wenn er ein Tuch hat, um sie einzuwickeln. Also brauchen wir ein Tuch. Die Frage ist, wo finden wir eins? In der Küche? Da hängt ein Tuch, das nimmt Justus aber nicht. Und einen Topflappen nimmt er auch nicht. Okay. Dann gibt's hier am Bett gibt's noch was. Da nimmt Justus aber auch kein Tuch mit. Und hier gibt's auch kein Tuch. Irgendwo zu nehmen. Ist hier ein Tuch? Nee. Gut. Leute, ich brauche ein Tuch. Nur wo nehme ich das her? Das Modell eines Elasmosaurus. Die Art gilt als ausgestorben. Clark wollte nachweisen, dass das Urzeitwesen noch existiert. Zu seinem Leidwesen ist eine Expedition in die Tiefsee sehr teuer. Das Modell eines Elasmosaurus. Die Art gilt als ausgestorben. Scherben sich. Also hier draußen gibt's auch kein Tuch. Okay, wir brauchen ein Tuch, um Scherben aufzusammeln. Nur woher nehmen? Wir haben ja auch nichts dabei. Justus hat nicht mal ein Handy dabei. Die Wave Deck. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Das ist jetzt die Frage. Habt ihr eine Idee? Also ich habe keine. Ich habe keine. Wo ist das Tuch? Tja. Eine Uhr. Justus, nimm doch einfach da oben das Tuch, bitte. Für Professor Clark scheint Kaffee Nahrungsmittel Nummer 1 zu sein. Es ist doch echt dämlich hier. Naja, okay. Ach, das nun. Ja, super. Das Handtuch eignet sich hervorragend, um darin Scherben aufzubewahren. Super. Jawohl, wir haben es gefunden. Wahnsinn, da ist noch eine Tür. So, dann hol mal die Scherben. 20 Scherben. Vier haben wir. Toll. So, ich glaube, draußen waren auch noch Scherben, oder? Ja, genau. An den Kakteen kommt nur vorbei, wer schmerzfrei und schmächtig ist. So, jetzt haben wir 8. 8 Scherben haben wir jetzt. Wo sind die anderen? Die meisten Scherben befinden sich außerhalb des Hauses. Wenn ich alle Fundstücke zusammenfüge, kann ich mir vielleicht ein Bild von der Ursache machen. So, jetzt finden wir auch Scherben. Hat ja ewig lange gedauert, bis wir das Handtuch gefunden hatten, meine Güte. Die Glasscherben sind im Handtuch gut aufgehoben. Wo lassen sich die Bruchstücke am besten zusammenfügen? Ich würde sagen hier. Dann will ich mal die Bruchstücke zusammenfügen. So, dann gucken wir mal.
könnte aber gehen. Jawohl. Das war hin. Jawohl. Ja, läuft doch. Wir müssen natürlich immer die... die Ränder suchen. Interessante Musik im Hintergrund, finde ich. Schwer. Gar nicht so leicht. Das passt auch nicht dahin. Da. Gar nicht so einfach, hör mal. Blödes Glasrätsel. Ja. Jawohl, läuft doch jetzt. Dahin. Und dahin. So, jetzt sind es nur 5 Teile, die werden wir ja wohl auch noch gepuzzelt kriegen, oder? Oder nicht?
Musik nervt so langsam. Damit hätte ich einen Großteil der Scheibe komplett. Wahnsinn. Ich erkenne tatsächlich Spuren von Saugnäpfen an der Außenfront und Abdrücke von Clark innen. Ergo, ein Tentakel hat zu Clarks Erstaunen an der Scheibe angedockt und sie zerstört. Angedockt? Ich glaube nicht an einen wandelnden Riesenkraken, der an Land Leute erschreckt. Entweder hat sich jemand mit Clark einen Scherz erlaubt, oder Clark führt mich an der Nase herum. Justus, hier Peter. Hast du Clark erreicht? Der Empfang ist schlecht, Zweiter. Ich verstehe dich kaum. Ich bin bei Kelly. Wir haben versucht, mit einer weiteren Rundmail alles ins Reine zu bringen. Aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Jetzt verabreden sich immer mehr Deppen zum Strandfest, aufblasbare Kraken mitzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Hallo? Peter? Er hört mich nicht. Ich gehe mal ein paar Schritte. Vielleicht wird der Empfang dann besser. Peter? Nicht zu machen. Hier vielleicht? Und hier? Oh nein, das Fläschchen Diethylether ist zerbrochen. Seine Dämpfer haben die Eigenschaft... Mir wird ganz schummrig. Just? Oh weh. Justus hat die freigesetzten Dämpfe eingeatmet. Bis die Wirkung des Diethylethers nachlässt, muss sich der erste Detektiv mit einer veränderten Wahrnehmung abfinden. Es steht zu befürchten, dass ihm seine Sinne Streiche spielen. Ich brauche frische Luft. Professor Clark? Sind Sie das auf dem Klo? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme zu Ihnen. Meine Beine sind elastisch. Ah ja. Besetzt! Wenn du frische Luft suchst, bist du hier grundverkehrt. Okay. Nanu, wo ist denn mein Tatort hin? Ich muss den Vorfall rekonstruieren. Nun gut. Ich bin Professor Clark. Und... Hier sieht alles top aus. Da schnarcht doch einer. Es kommt von der Hängematte. Ich bin gleich zurück, kleines Fenster. Was für ein Gestank. Wenn man mal ein Fenster braucht, ist keins da. Der Fisch stinkt ja grauenhaft. Ich rühre ihn nicht an. Was hat Clark hier gesehen? Ich sehe... nichts. Das Monster aus dem Meer. Es greift an. Der Riesenkrake kommt mich holen. Das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Da soll mich doch... Was zum... nur weg von hier. Was für ein Albtraum. Ich muss mich konzentrieren.
Also, Clark ist vor Schreck zurückgewichen. Zur Tür ist er nicht geflohen. Er hat sich der Wand mit dem Modell zugewandt. Was pulsiert denn da? Alle Augen sind auf mich gerichtet. Das ist wohl ins Auge gegangen. Was ist denn jetzt los? Muss man jetzt Augen kaputt machen, oder was? Das ist schon geil. Justus ziemlich drauf auf die Ethyläther. Habe ich glatt das Auge des Dinos abgeschmettert. Was? Also das letzte Auge darf man nicht kaputt machen, oder wie? Das Auge des Dinos abgeschmettert. Okay. Einmal noch. Naja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und ein letztes Mal. Ich hoffe, dann passt's. Ich finde den nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Minispiel toll findet. Jetzt habe ich wieder das Auge des Dinos abgeschmettert. Einmal noch. Ein dämliches Minispiel. Das Auge des Dinos abgeschmettert. Jetzt reicht's mir. Ja? Und ich stopp das jetzt und zeige euch das dann, wenn wir durch sind.